So, Freunde, weiter geht's mit Moons of Madness Teil 3. Wir sind ja vor einem ganz ekligen, komischen Mutationsvieh abgehauen. Das sah aus wie so eine Mischung aus Octopus und Resident Evil. Ich traue mich jetzt hier gar nicht auszusteigen, muss ich ehrlich sagen. Weil ich vermute mal, das Vieh wird auf jeden Fall hinter uns hinterher sein. Es wirkte jetzt nicht ganz so dumm, so wie es uns verfolgt hat. So, bevor wir mal aussteigen, würde ich sagen, wir müssen dann Sauerstoff nochmal tanken. Wieder bei 100% sind. Und ich bin mal gespannt, was mich draußen erwartet. Zumal, ja, ich kann versuchen, in diese eine Station reinzukommen, aber ich muss dann gleich mal gucken, was überhaupt mein Hauptziel ist. What the fuck, Declan? There's something wrong. So, wir gehen jetzt hier mal in die Richtung, wo die ganzen Fahrzeuge stehen. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas sammeln können oder so. Wir sind auf jeden Fall nicht bei dem Gebäude, bei dem wir schon mal waren. Schade eigentlich. Ich dachte, wir finden mal eine Taschenlampe. Wenn ich F drücke... Ah, alles klar, wir haben sogar noch eine. Ich habe mich gerade gewundert, weil ich habe schon mal versucht, F zu drücken. Da hat es eben nicht hingehauen. Was haben wir denn hier für Möglichkeiten? Wenn in die Container reingucken. Jetzt mit Taschenlampe, vorher ohne. Ist eine Art Höhle oder? Ja. Ziemlich düster, ne? Obwohl meine Taschenlampe an ist, sehe ich hier gar nichts, kaum. Höhle des Wahnsinns, na, ganz toll. Ja, jetzt wird es ein bisschen heller. Oh mein Gott, why is it glowing? The orb is reacting to my hand. Bitte Space, um dich auf die Kugel zu fokussieren. Shit, what's going on? Why is this happening? Okay, die Kugel scheint mir irgendwie Kraft zu geben. Oh, it doesn't like that. When I turn to look at it, it retreats. The orb is glowing. Sie scheinen wohl jetzt spezielle Kräfte zu bekommen. Ist überhaupt richtig, dass ich hier runterfalle? Bisschen aufpassen, nicht, dass ich von ganz oben runterfalle, dann habe ich nämlich ein Problem. Three connections, all pointing to individual orbs. Hier sieht so aus, als könnte man irgendwie eine Kurbel oder irgendwas anbringen. Eine Kugel platzieren. Okay, was haben wir denn hier? Wo bin ich? Für Schlaf ist kein Platz. Wer will die Wer wird die schrecklichen Wunder begreifen, die in meinem Geheimlabor entstanden? Werde mich jene, die schlafen, belohnen? Bestrafen? Werden sie es überhaupt bemerken? Okay. Da kommt jetzt so wieder so ein ekliges Vieh.
Weißt du, wir müssen ja irgendwo eine Kugel einsammeln. Die muss ja irgendwo hier liegen. Kugel nehmen. This one's working differently. The scar is not charging this enough. Maybe I need more energy. What the hell is this place? Meine Hände sind voll, ja. Muss ja auch die Kugel tragen. Oha. Ist ja auch interessant. Ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt gestorben bin, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die hatte die ganze Zeit Angst vor dieser Kugel gehabt, wenn ich die in der Hand hatte. Three connections, all pointing to individual orbs. It's burning under the skin. Ah, my hand. Fully powered. Da fehlt eine Kugel. Fokussieren mit Space, ja, das mache ich ja gerade. Jetzt laufen wir mal hier wieder mal ein bisschen schneller. So, wir lesen aber diesmal vorher erst. What the hell is this place? Wo bin ich? Für Schlaf ist kein Platz. Mein Name ist Illegible. Bin immer noch auf diesem Planeten. Ganz ruhig. Ich werde meine Methode notieren, weil Schreiben aufdeckt. Ich nehme die wurmstichige Kugel und lade sie mit der Maschine auf, die ich mit den Marsplänen gebaut habe. Die Aufladung. Der Anima brennt die Schmutzinfektion aus. Es funktioniert aber nur für einen Moment. Sobald die Stichflamme der geladenen Anima erlischt, legt das Nullpunkt Pathoge und sofort wieder Wurzeln. Okay, das sind ja komische Worte hier. Whoever was here was trying some kind of experiment. Naja, um das Ganze zu verstehen. Wobei, ich sag mal, man muss das nicht lesen, um es zu verstehen. Man weiß ja, was die Kugeln für Auswirkungen haben. So, wir nehmen jetzt diese Kugel. This one's working differently. The scar is not charging this enough. Maybe I need more energy. Ich brauche nicht Energie. Ich muss die Kugel da hinten einsetzen. Hat sich zurückgezogen. Das kann ich, glaube ich, hier wieder durch, ja. So, hier muss ich jetzt die Kugel einsetzen. Genau. Ist aber noch eine andere Kugel sogar. Da ist eine Kugel. Ist auch eine Kugel drin. Also die Kugel nehmen, Kugel nehmen. Also die Schlange scheint irgendwie ein bisschen Angst vor dieser Kugel zu haben. Was aber komisch ist, weil ich kann die gar nicht so richtig aufladen und fokussieren. So, was haben wir denn hier? Das sieht auch ein bisschen merkwürdig aus. Hier habe ich ja die Kugel entfernt. Hier steht nur quasi, was ich machen kann. Oder was dahinter steckt. Komme ich denn hier irgendwie hoch? Kann ich da klettern?
Kann ich hier reinkrabbeln? Nö. Die Frage ist so, was soll ich denn hier machen? Okay, wir können ja in so einem Spiel immer nur gucken, was ist für uns interaktiv, was wird angezeigt und was nicht. Hier wird angezeigt, dass wir es lesen können. Und hier können wir auch nochmal was lesen. Aber wir können hier weder klettern noch kriechen. Die Schlange scheint immer einen selben Bewegungsablauf zu haben. Jetzt ist sie gerade vorne da. Setz dich wieder zurück. Ja, was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Ne, hier können wir auch nichts machen. Ja, irgendwie ist das komisch, vorhin hat die Kugel noch reagiert. Okay. Ah, ich kann die... So, die Kugeln sind jetzt mit Energie geladen. Jetzt auch wieder geladen nehmen. Okay. Alles klar, dann beeilen wir uns mal schnell. Jetzt laufen wir mit der geladenen Kugel hier weg. Diesmal trägt er die gar nicht in die Hände, ne? Ah, alles klar. It's clearing the way. Ja, ist schon ein bisschen merkwürdig. Okay, wir haben rausgefunden, mit Space kann man die Kugeln, die dunkel sind, auch aufladen. Ah, ich laufe mal lieber ein bisschen schneller. So, was haben wir denn hier? Ah, hier fehlt eine Kugel. Das mag er gar nicht. Dann kommen gleich irgendwelche komischen Arme. Tür irgendwie öffnen oder so? Oder hier rein? Nee. Oh, sehr gut. Dann zieht sich nämlich der Mist hier zurück.
Ah, Kugel nehmen. Alles klar. Jetzt haben wir hier eine Kugel, die müssen wir jetzt irgendwo einsetzen. Schauen wir mal, wo noch Bedarf war. Ja. So, die Kugel ist ja auch aufgeladen, die kann ich aber nicht nehmen, ne? Nee. Ja. Hier muss ich irgendwo eine Kugel finden, die ich da platziere. Oh, oh, irgendwas ist schon wieder hinter mir hinterher. Scheiße. Die bewacht ja diese scheiß Kugel, die ich brauche. Und jetzt nichts mehr weg. Das ist irgendwie komisch. Die Schlange, die tut mir was. Also die geht mir richtig auf den Pinsel. Aber wenn ich mich dann auf sie zubewege. Alter. Oha. So. Jetzt wurde ich leider unterbrochen. Ja, aber wenn ich mich auf sie zubewege, dann verpisst sie sich. Muss auch eine Kugel eingesetzt werden. Hier könnte auch eine rein. Ah, hier ist auch eine Kugel. So, die können wir jetzt. Ah, alles klar. In diesen Geräten können wir die Kugel eigentlich einsetzen, oder? Nö. Ich dachte, man kann die da aufladen. Okay. Jetzt ist der Weg hier frei. Hier waren wir da auch schon, ne? Das ist auch eine Kugel. Ah, Scheiße. Dürfen mich nicht berühren. Aber wie kriege ich die hier weg? Das heißt, ich brauche eigentlich eine Kugel, die da hinten liegt. Okay, vielleicht komme ich hier noch anders durch. Oben ist ja auch eine Kugel. Kann ich die nicht fokussieren? Ah, doch. Alles klar. So kriege ich die dann. Ist der Weg dann frei. Wollen wir das mal wissen? This is familiar.
three connections. Jetzt müssen wir die Kugel ja theoretisch da hinten einsetzen können. Aber ich kann die hier nicht aufladen, das ist mein Problem. Ich kann die fokussieren, aber da passiert nichts. Tür war ja auch zu hier, ne? So eine Tür. Fokussieren und Space, ja, mach ich. Haut nicht hin, warum auch immer. Ja, merkwürdig. Mal geht es und mal geht's nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier irgendwas noch, irgendeinen Schalter oder so umlegen muss. Weil irgendwie keine Energieversorgung anscheinend da ist. Oder muss ich die irgendwo anders aufladen? Hier kommen wir nicht durch. Da kommen wir auch nicht durch. Kann es sein, dass wir wieder zurück müssen? Weil wir konnten nur ganz vorne die Kugel irgendwie aufladen. So, was haben wir denn sonst noch hier für Optionen? Ah, wir haben doch schon bestimmt wieder irgendwas übersehen. Ah, ich sehe gerade was. Warum ist auch eine? Kann ich hier die Kugel reinpacken? Und hier oben mich drauf fokussieren? Komisch. Warum kann ich die Kugel hier nicht fixieren? Fehlt irgendwie Energie oder so? Und auch witzig, vorhin hat er die Kugel getragen. Jetzt packt er die ins Inventar. So, und ich vermute mal, ich muss ja die hier anmachen.
Genau, das Licht anmachen, damit die hier verschwinden. Oder? Das ist ja seltsam. Wenn ich mich hier drauf fokussiere, das geht auch nicht. So. Ja, wir nehmen die Kugel wieder mit, weil wir nicht wissen, ob wir die da hinten einsetzen oder wo die eingesetzt werden soll. Und wir können sie auch nicht aufladen. Ein bisschen creepy das Ganze hier. Da geht's nicht weiter. Überlegen wir nochmal, hier ist eine Tür. Hier kommen wir auch nicht weiter. Wir haben eigentlich, müssen nochmal schauen, was wir für Wege haben. Also, da kommen wir auch nicht weiter. Hier kommen wir nicht weiter, weil dann gibt es einen auf die Mütze. Weil wir das noch nicht zurückdrängen können, weil wir die Kugel noch nicht zum Leuchten bekommen haben. So. Hier ist auch nichts. Auch nichts, was wir irgendwie lampenmäßig fokussieren können. Ach doch, jetzt. Wenn man da unten guckt, hat er die sogar vor sich. Also er trägt die vor sich. Kugel ist an, Verbindung ist auch da. Also normalerweise, ich habe ja links die Kugel aktiviert, rechts die Kugel. So. Aber diese Kugel kann ich nicht aktivieren. Okay, wir gehen jetzt ohne Kugel nochmal gucken. Weil wenn wir die Kugel in der Hand haben, scheint er uns wahrscheinlich auch keine Interaktion zu zeigen. Wir können komischerweise aber auch mit Space oder so nichts mehr fokussieren. Doch, mit Space können wir fokussieren. Aber wir haben unser Armband nicht mehr, dass wir irgendwas scannen können oder so. Ja, die ist auf jeden Fall angeschaltet. Okay, das geradeaus, sage ich mal, die Kugel. Die ist ja irgendwie, die würde uns ja hier wahrscheinlich nur den Weg frei machen. Hier finde ich das komisch. Dass hier eine Tür ist und wir hier nicht weiterkommen. Auch gedacht, dass man vielleicht in dieser Maschine die Kugel laden kann. Funktioniert auch nicht.
das ist ja möglich. Entweder ist es jetzt ein Fehler im Spiel. Oder wir haben irgendwas übersehen. Jetzt geht's komischerweise. Ist ja seltsam. Das finde ich ja merkwürdig, mal ganz ehrlich. Das hat doch die ganze Zeit nicht funktioniert. Ach du Scheiße, was mache ich jetzt? Alter! Heftiger Scheiß. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann ihn nicht abwehren? Oder ist das so gewollt im Spiel? Nee. Ist ja komisch. Alter, das war aber jetzt, muss ich sagen, ein bisschen fehlerhaft, das Ganze. Also wir haben die Kugel mehrmals eingesetzt und mehrmals Space gedrückt und konnten die irgendwie nicht laden. Das war schon ein bisschen seltsam. Echt merkwürdig. Ah, hier ist ja die Kugel, genau. Ich meine mal, wir müssen vor dem weglaufen, aber... Haut ihr jetzt auch hin. So, hier ist eine Kugel, die müssen wir auch aktivieren. Sehr gut. This is familiar. Three connections. So, jetzt scheint es ja zu funktionieren. Müssen wir die hier erstmal aktivieren, dass da Energie rankommt. Ich drücke wieder Space und es geht nicht. Vielleicht muss ja erst die. Nö. Oder ich muss die ja reinsetzen, kann dann erst die Energie aktivieren. Es funktioniert so. Die geht an. Jetzt haben wir es wieder. Ich drücke Space, er fokussiert, aber er macht nichts. Selbe Scheiß wie vorher auch. Ein Fehler am Spiel sein. Setzen die nochmal ein. Die sind weiterhin an. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Okay, dann nehmen wir sie nochmal. Die war ja aktiviert. Sie stecken die da hinten rein. Weiß nicht, ob sie sich dann vielleicht auflädt oder so. So funktioniert ja auch nichts. Ist hier drumherum. Geht auch nicht. So, jetzt nehmen wir die Kugel wieder. Macht nichts anderes als sonst auch. Also was ist das, was wir vorher gemacht haben. Wir haben ja auch keinen Schalter oder nichts umgelegt. So. Fokus hier mit Space. Machen wir.
funktioniert nicht. Will nichts machen. Was haben wir denn vorhin anders gemacht, dass die Kugel auf einmal wieder funktioniert hat? Und gar nichts weiter gemacht. Mal ein Stück weiter weg. Ich fokussiere mit Space. Jetzt geht's wieder. Ja, das sind Fehler am Spiel. Soll ich denn hier hinlaufen? Ach, hier kann ich abhauen. Alles klar, das ist der Fluchtweg, ja. Weiß nicht, ob ich gerade mein Verderben renne, aber in der Situation ist Weglaufen, glaube ich, immer am besten. Boah, lauf doch mal. Komm jetzt hier schneller. Oh, ich muss sagen, der gruselt es einen schon ein bisschen. Hello, little dream. Ach du Scheiße. I wonder what you are. All the other little dreams. Wer bist du denn? They imagine themselves as astronauts. The filth crawled into their shapes. Just like the old, just like your skull. They made such noise, they tried to wake the moons. The moon to burial, but woke the seal. They must never wake. The lullaby must never end. The moon's bend above us. It is all but a brilliant equation. Once you open the book, it's already too late. It is the contagion of grammar. It was always too late. Open your shell, my dream. Ich kann mich auch nicht bewegen, Ross. Ja, 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 la, la, sei, ja, ma, so, ich kann nicht nach rechts, ich kann nicht nach vorne, ich kann nicht rückwärts. Sei, ja, keine Ahnung, was jetzt mit mir passiert. Ob ich jetzt aus dem Traum aufwache oder wie auch immer, also. What? My childhood basement. Die Miedener Keller, wo wir als Kind Angst hatten, okay. Da bin ich ja mal gespannt. Bestimmt gruselig, so mit Ofen und so ein Krams. Ist aber wirklich ein gruseliger Keller. Aber ich finde, weil er so zugestellt ist. I wonder if this timestamp is important. Oh, das haben wir dem Inventar zugefügt. Was haben wir hier sonst noch? I see light behind the bookcase. Erinnerung, Kohlenstoff, Beryllium, Helium, genau wie beim zweiten Periodentabelle in Waschküche, Atomstruktur mit Watt abgleichen. Carbon, Beryllium, Helium. Auch mies gemacht, dass man immer, wenn man an eine Tür rangeht, es irgendwie so Geräusche macht, als wenn die Tür gerade aufgeht. Was ist das denn?
Also wenn sowas bei mir im Keller wächst. What is that? Da hätte ich auch Angst gehabt als Kind. Ja, selbst als Erwachsener ist er komisches. Oh. Ach so, muss ich das unten lesen, damit was auch öffnen kann. So, was haben wir denn? Erinnerung, Kohlenstoff, Beryllium, Helium, genau wie beim zweiten. Periodentabelle in Waschküche, Atomstruktur, okay. Ja, wenn ich die jetzt in die Tabelle im Kopf hätte, dann wüsste ich, welche Zahlen wir, ja, welche. Aber können wir hier raus? Ach ja, genau. Welche Zahlen wir ziehen müssten. Stimme im Hintergrund immer, die ist echt übel. Yeah. Kann es sein, dass wir es durch Zufall rausfinden? Fangen wir unten an. Hier nach oben. Dann in die Mitte. Nö. Wir ziehen mal hier. Also müssen es ja eigentlich nur, wir müssen jetzt hier links anfangen und rechts weitermachen. Mal überlegen. Okay, wir können es ja auch nochmal probieren. Dass wir abwechselnd irgendwelche Kombinationen ausprobieren. Oh! Aha. What the What is all this? I've never seen this room before. Was Mom really keeping this thing down here? I remember her being an eccentric, but heftig. Not like this. Also scheint seine Mutter irgendwie eine Hexenbeschwörung und immer durchgeführt zu haben, irgendwelche Rituale. Ihre flüssigen Träume schmieren den Weg, wie man es auch nennt. Ehrgeizfäule, die verschlingende Plage, Nullpunkt, Pathogen, Schwarzwurm, Wichse, Schmutz, die zischende himmlische Syphilis, frisst Löcher in die Realität. Man kann diese kreischenden Zonen betreten. Will man sie verlassen, muss man den Riss in der Haut des Raums finden. Okay. Mental kann ich das auch nicht packen. Ein paar Träume, ein paar Zaubersprüche, die Träumer waren, sind und werden sein. Sie sind Eltern, Brut und Krippe. Sie schlafen im Zwischenraum. Okay. Tja. Huh. No glowing symbols on these tablets. Ah, hier können wir die Bilder anbringen. Speed
inspizieren. I don't even know what I'm looking at here. There's room on the pinboard for more photos. I need to take a more thorough look around. Genau, wir müssen noch ein bisschen umgucken, da gibt's noch mehr Fotos. Okay. Dann haben wir schon das nächste. Ob die Reihenfolge richtig ist, das kann ich natürlich nicht sagen. So, wir müssen noch mal weiter untersuchen. Also, uns fehlen noch Fotos. Oh, alter Schwede. Hab ich mich erschrocken, ey. Mann, Mann, Mann. Drehen aber langsam durch hier. Boah, das ist ja eine ganz beklemmende Atmosphäre hier. Mann, Mann, Mann. Was hier, Resident Evil fand ich da echt harmlos. Ja, klopf du nur. Looks like something stuck here. Okay. Da klemmt irgendwas. In den Raum hier rein, ne? Ne. Aber da müssen wir rein, um das wahrscheinlich zu lösen. Okay, geguckt haben wir ja schon. Uiuiuiui. Oh. Strom ist immer nicht gut. Strom und Wasser. Schlechte Kombination. Kommen wir rein. Ah, hier ist gleich der Sicherungskasten. So. Jo, das war's schon. Strom ist aus. Ah, hier haben wir das nächste. Dann fehlen noch zwei. Ach, von der Seite können wir das Brett aufhebeln, alles klar. Oh. Was da auf jeden Fall... Läuft er schon wieder durch die Gegend. Was denn jetzt? Was sind jetzt für Probleme? Nach oben können wir nicht. Genau, wir gehen mal auf. It looks like some sort of doorway. That timestamp might be of use. Welche Reihenfolge jetzt richtig ist, kann ich gar nicht sagen. Eins fehlt noch, ein Bild. Er muss irgendwo noch liegen. Achso, da wo wir den Strom ausgestellt haben. Hier. Genau, hier können wir jetzt ja lang gehen. Hier muss irgendwo was liegen. Oh.
Was ist denn im Hintergrund? Edward mit den scheren Händen, ne? Also, was schreibt sie denn dazu? Zeit ist nicht linear, oder doch? Vielleicht ist Zeit ja eine von riesigen Fingern angestupste Petrischale und wir sind die Bakterien. Sind wir das? Ich sehe weiter Dinge außerhalb meiner Zeit, das erschwert das Familienleben. Ich habe mich hier unten eingesperrt mit Fotopapier und Chemikalien. Kann ich meine Vision sichtbar machen? Ich kann sie projizieren. Ich sehe ein Raumschiff mit Kurs auf den roten Planeten. Okay, krass. Oh. Das ist der Affe, der Theater gemacht hat. Ja, mehr können wir nicht machen. Oh, jetzt erzeugen wir selber dieses Geräusch. Jetzt müsst ihr auf jeden Fall alle Bilder haben, ne? Something's not right. Maybe another arrangement. Müssen wir nochmal anders sortieren. So, überlegen wir nochmal. Wir sammeln nochmal alle ein, würde ich sagen. Einsammeln ist immer besser. Denn, ja, nein. Objekt entfernen. Objekt entfernen. Wir sammeln erstmal alle ein. Und dann sortieren wir die nochmal neu. Also seine Mutter, die hat schon eine düstere Vergangenheit gehabt, muss man sagen. War schon heftig. So, wollen wir mal gucken. Objekt anbringen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal das Raumschiff. Na, nein. Also diese Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auch wenn man es länger spielt. Objekt anbringen, so. Nehmen wir die Spinne. Jawohl. Objekt anbringen. Dann als drittes, was nehmen wir denn da? Ich glaube, das macht Sinn. Ja. Hochhaus ran, sehr gut. Ich nenne das jetzt mal Hochhaus. Whatever das auch ist. So, dann nehmen wir das Objekt. Pinnen das gleich direkt ran. Zack. So, bleibt nur noch das über. Bin ich ja mal gespannt. Was müsste von der Story? These symbols. Ah, okay. They're similar to the ones on the altar. Alles klar. War das auf jeden Fall in der Reihenfolge richtig? Oha. Book. I know that book. Mom was very protective of it. Ach, kennt das sogar. One of the tablets started glowing when I neared the altar. I suspect the blank ones are missing something. One of the tablets started glowing when I neared the altar. One of the tablets started glowing when I neared the altar. Genau. Das ist jetzt auch komisch.
Ich will jetzt mit der linken Maustaste oben gucken. One of the tablets started glowing when I neared the altar. Und es funktioniert nicht, er schaut nicht. Gucken, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Nö. One of the tablets started glowing when I neared the altar. Weil er soll schauen. Aber er schaut nicht. One of the tablets started glowing when I neared the altar. Es ist so ähnlich wie mit den Kugeln vorhin, die dann auf einmal nicht funktioniert haben. So, auf dem Mars gibt es keine Sonnenfinsternisse. Phobos und Deimos sind viel zu klein. Totale Mondfinsternis von Phobos. Lass sich allerdings fast in jeder Nacht beobachten. Ja, krass, dass sie sich so vom auskannte, was Mars angeht und so. One of the tablets started glowing when I neared the altar. Ja, sie leuchten, genau. Manche Dinge leuchten, genau. Also die Tablets, also die Anzeigen leuchten hier, das richtig übersetze, wenn ich am Altar bin. Jetzt will ich das oben angucken. One of the tablets started glowing when I neared the altar. Und ich kann es nicht machen. Ich gehe auf Schauen links. Macht er nicht. So, haben wir denn doch noch irgendwas falsch gemacht oder vergessen? Komisch. So, vielleicht doch noch irgendwas einsammeln oder so. Darkroom. Den können wir auch nicht einsammeln. Das wäre das Einzige, wo ich noch gedacht habe. Oder hatte, dass man den einsammeln kann. Mal wieder nur lesen. Ja, das Spiel scheint seine Schwachpunkte zu haben. Ja, das ist die Tabelle. Periodische. Wir können uns hier nochmal genauer umgucken, ob wir hier irgendwas vergessen haben. Das Bild auch weggenommen. Ist irgendwie merkwürdig. Als hätte man irgendwas übersehen. Aber ich wüsste nicht was. Stimmt, sonst hätte ich es ja auch nicht übersehen. One of the tablets started glowing when I neared the altar. Nichts. One of the tablets started glowing when I neared the altar. Ich kann auch nichts machen, außer da oben zu schauen. One of the tablets started glowing when I neared the altar.
Hier kann ich nur lesen. One of the tablets started glowing when I neared the altar. Ja, das weiß ich. Aber ich will da oben die Platte da angucken. Echt merkwürdig. Manche Dinge muss man nicht verstehen. Ich sah, entweder hat das Spiel einen weg oder ich habe irgendwas übersehen. Wir laufen jetzt hier nochmal rum. Das ist der Affe. Das können wir wieder lesen, das haben wir aber schon gelesen. Im Grill haben wir das Bild vorhin gefunden. Die Bilder sind auch in der richtigen Reihenfolge angeordnet. Was hat der denn? Kann es sein, dass wir die Bilder nochmal neu ordnen müssen, oder? Nö. One of the tablets started glowing when I neared the altar. Ich kann hier auch nichts machen. Also ich habe das Ding angeguckt hier und die Sachen haben wir auch schon gelesen. Überlegen wir noch mal. Okay, wir schauen uns nochmal um. Wir haben bestimmt irgendwas noch übersehen. Aber was? Was hier? Oh. Okay. Felt like my brain was melting. Those symbols were similar to the ones at the altar. Ist klar, man kann hier Buchstaben sehen. Gibt's hier noch mehr davon? Oh ja, hier sind ja noch mehr. Vielleicht müssen wir das haben, damit wir das dann lesen können. Okay, aber das habe ich vorhin. Ich habe mich schon mal gewundert, als er irgendwo reinkam, dass er sich so erschrocken hat. Oder erschrocken, aber das war so, dass er auf einmal Angst hatte. Oh, hier ist noch ein A. Also gibt's hier noch mehr? Hier gibt's noch einen Buchstaben. I can feel them. Vibrating behind my eyes. Heftig. Okay. Ist das, was wir vorhin übersehen haben? Gucken, ob wir jetzt das da rumlesen können. Jo. Alles klar, hat geklappt, wunderbar. Jetzt haben wir das Buch. Naja. Das so gut ist, dass wir das haben. Oh, hab ich mir schon fast gedacht. Scheiße, ey. Aber wie geht's jetzt weiter? Sind wir jetzt wieder auf Station, oder? Sabotiertes Signal. Did I drift off? Die Schüssel erreichen. God, it felt so real. The hair on the back of my neck is still standing on end. Wow, das ist ja krass. Dass wir das überhaupt hinbekommen haben, also. Das fand ich bis jetzt noch mit am komplexesten von dem ganzen Spiel. Der Rest hat sich ja mal so ergeben. My oxygen levels are already full. Okay.
Naja, müssen wir hier oben erstmal umschalten. Declan. Declan. No response. Comm's still down. Ja, da oben ist die Schüssel. Die müssen wir erreichen. Okay, nicht mehr denken können, kein Strom. Sicherheit. Ist das nur unser alter Code, den wir benutzt haben? Nee. Zugangskontrolle, okay. Mal, ob wir hier rein können. ...7351... Kann das sein? Dass das der ist? Probieren wir es mal. So. 73... 51. Okay, 73, 57. Oh ja, da hat sich was aufgetan. Oh Jesus. Now this is crazy. Who would even write all this? Super. Aufgehoben, prima. Oh, ich bin schon wieder bei 86% Sauerstoff, krieg schon wieder Panik. Weil ich immer so lange brauche in den Spielen, da kann die wird der Sauerstoff nicht mehr lange halten. So. Testen, alles klar. Können wir hier durch, super. Da gehen wir jetzt hier lang. Ne, wohl eher nach oben. I hope to God he's in the habitat. Hier müssen wir klettern. Das müsste eigentlich klappen. Elevator seems to be malfunctioning. Scheiße. Wir können es nochmal probieren, aber der scheint nicht zu funktionieren. Nö. Was ist denn noch für eine Möglichkeit? Vielleicht können wir hier noch klettern. If it was a dream, then why is my scar still warm? Okay, one stack of rocks, fine. This, though, Declan is either really bored or somebody... I don't know. Let's just hope he has too much time on his hands. Hier können wir Luft auffüllen, das ist immer gut. Ich hoffe, dass wir hier hochkommen. Na, kletter schon. Hier ist auch nicht zum Einsammeln. Okay, so geht's natürlich auch. Hoffentlich.
können wir denn jetzt hier nicht klettern? Jetzt hier noch ein Stück weiter gehe, falle ich runter. Ah, hier. Ist klar. Ist wieder weg. Boah, das war mal komisch zu finden. Hier geht's direkt zur Schüssel. Geht's hier nochmal hoch, irgendwie, um was einzusammeln oder so. Ich bin mal gespannt, ob das klappt, dass wir da so rüberkommen. Kontrollpunkt erreicht, super. Das ist die Satellitenschüssel. Das ist hier, nochmal gucken. Sieht natürlich schon nice aus, ne? So, vom Mars her. Bisschen Staub und so. Schick, schick. Strom. Dann werden wir den Strom wahrscheinlich hier drin bekommen. So, Luft auffüllen. Aber wir switchen jetzt nochmal auf Innenatmosphäre um. Legen den Helm ab. Und dann gucken wir mal, was wir da finden. Ich denke mal, hier finden wir die Batterie, die wir... Oder die Energieversorgung, Declan, die wir brauchen. Declan! It's empty? Declan! Damn it, where are you? So, die Energiezelle müssen wir bestimmt rausnehmen. Just find out. Where he is. So, Tagesprotokoll. Entwurf, Memo. Okay, das bringt uns jetzt hier nicht groß weiter. Oh, hier sind ja auch so satanistische Symbole oder. Das ist ja komisch. Shit, this is bad. I'm sorry, Declan. I didn't know how bad it was. He can't stay alone out here anymore. He needs help. So, nehmen wir erstmal die Batterie raus. Mehr haben wir ja nicht gefunden. So, ausrüsten. Gucken, ob wir noch bei 100% sind. Jo. Jetzt schalten wir nochmal um. Dann können wir auch raus und die schöne Atmosphäre genießen. Hier können wir jetzt die Energiezelle einsetzen. Hier ist er offen. Oh Gott. Ich depp, renne die ganze Zeit von der anderen Seite rein. Doing good, Chief. Don't look down. Jetzt schauen wir, die Schüssel zu erreichen. Alter, das war ziemlich hoch. What is that? Holy shit!
Oh. No, 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 no. Oh my God, please just be a meteor. Oh my God. Alter, der Typ, der muss aber echt durch sein, ne? Der alles schon erlebt hat. Wir laufen hier einmal rum. Hier außen war nichts zum Einsammeln. So. Atmosphäre wechseln. Man fühlt sich schon wie so ein richtiger Raumfahrer. Die Basis kontaktieren. Keine Energie. Okay, wir müssen ja nur die Energiezelle irgendwo einsetzen. No power. Ja, das stimmt, aber wo setze ich die Energiezelle ein? Die Stromleitung. Okay, die führt von hier. Sie da lang. Geht sie da lang. Geschlossen. Seltsam, seltsam. Ach, hier ist die Energiezelle. Gott, wie konnte ich die denn übersehen? Hier war ich doch blind. Ah, burning plastic. Super. Definitely a short in the system. I need to find a way to reroute power around the damaged nodes. Okay. Wie war es das jetzt schon? Nee. Ja, das ist schon mal ein schönes Rätsel.
Also rot ist, wenn Strom da ist. Okay. Alles klar. Ach ja, jetzt sehe ich das. Ne, es muss nach unten verbunden werden. Muss quasi, hier ist ja die Stromleitung zu der 3. Aber wie kriege ich das hin? Ja, das ist die gute Frage. Kriegen wir keine Verbindung hin. So. Eieieiei. So, hier müssen wir jetzt einfach nur ein gerades Element nach unten haben, dann wäre es schon geschehen. Ah, vielleicht sollten wir generell erstmal versuchen, von oben nach unten zu kommen. Okay, hier können wir nicht geradeaus nach unten. Hier können wir nach oben, das bringt nichts. Wir können jetzt hier nach rechts, okay. Auch noch kein Weg nach unten. Hier ist ein Weg nach unten. Okay. Immer ein Element, das können wir nur so drehen. Ist hier soweit auch erstmal in Ordnung. Ganz weiter kommen wir ja auch gar nicht. So, hier müsste eigentlich nur gerade runter, aber... Okay, wenn das die einzige Möglichkeit ist, dass wir das so verbinden, dann müsste das ja hier quasi lang gehen. Kriegen das immer nur die Richtung hier. So, jetzt drehen wir es nochmal nach rechts.
Jo. Alles klar, das hat aber gedauert. Sorry dafür, aber was will man machen? Super. Kommunikation ist aber immer noch nicht am Start. Ah, hier, alles klar. This panel distributes power between the dish and the PC terminal. And that busted node means I can only power one of them at a time. Okay. Hier jetzt mal dasselbe Spiel. Yo. So, das kriegen wir ja hin. Aber ich glaube, das reicht nicht aus, ne? Ne. Tja, müssen wir noch ein bisschen probieren. So, wir können darüber. Wenn hier eine Verbindung schaffen. Hier können wir keine Verbindung schaffen. Hier können wir eine Verbindung schaffen. So, das ist ja soweit auch in Ordnung, aber. Und quasi hier eine Querverbindung, dass wir hier oben die andere drei auch noch aktivieren können. So. So, alles in Ordnung, aber warum schaffen wir das denn nicht, eine andere Verbindung herzustellen? Dieses X verstehe ich nicht, was das überhaupt ist. Kann ich das auch irgendwie verschieben? Nee. Das ist wahrscheinlich ein Widerstand oder so. Ich weiß es nicht. So, gehen wir nochmal logisch vor. Also, wir brauchen, müssen theoretisch, genau, so eine Verbindung haben. So, und jetzt frage ich mich, das ist auch soweit in Ordnung?
Da können wir keine Verbindung erzeugen. Also kann der Weg schon mal ausgeschlossen werden. Das funktioniert so auch nicht. Ist soweit auch in Ordnung. Das wäre eine Unterbrechung. Hier können wir auch noch ein gerades Stück reinsetzen. Nee, das funktioniert so nicht. Überlegen wir nochmal. So, wir gehen mal vom Ansatz her anders dran. Wir gucken mal von hier aus, wie wir die Verbindung kriegen können. So, also die einzige Möglichkeit von da oben, von der 3 wegzukommen, ist diese Verbindung. So, jetzt könnte man ja gucken. Das ist der Knotenpunkt. Jetzt haben wir die 3. So. Es ist ja soweit auch in Ordnung, aber jetzt haben wir die. Jetzt haben wir es so gebaut, dass wir genau Transformation. Die Frage, ob man hier das ist ja echt ärgerlich. Hier bräuchte ich den geraden Baustein. Aber wie soll ich das machen, dass ich beide überbrücke? Das geht doch gar nicht. Die lassen sich doch hier auch gar nicht verbinden. Also ich kann hier an diesem Knotenpunkt kann ich so machen. Das ist ja hier unser ausschlaggebender Faktor. This circuit box is amping up the current. Too much power will fry the system. Too little and the dish won't work. Ach, ich musste bei dem anderen gar nicht beide verbinden, ja? Thank you.
Okay. Jetzt die Frage. Was muss ich denn hier ändern? Nehmen wir mal den ersten Baustein. Also der erste Baustein kann nur nach unten gesetzt werden. Oder nach links, aber das bringt ja nichts. Also unten ist schon mal richtig. Dann gehen wir zum nächsten. Ah, mit dem nächsten können wir das so umstellen. Okay, prima. Wie weit können wir den denn umstellen? Den können wir auch nur nach unten umstellen. Jetzt kann ich nach links gehen. Kann ich so gehen. So. Genau, also ich muss doch beide verbinden hier. Das ist ja echt. Okay, dann gucken wir nochmal, was wir hier für oben für Alternativen haben. Die beiden verbinden? Ne. Okay. Das ist soweit auch in Ordnung. Habe ich oben Strom. Ich muss ja an beiden Strom haben, ne? Oh Mann, ey, das ist ja ätzend. Lass uns nochmal nachdenken. So, wir gucken uns das nochmal an. Okay. Gehen erstmal hier nochmal hin. Mittlerweile zweifle ich auch schon, dass wir hier beide verbinden müssen. Das ist der oberste. Gucken wir mal. Computer hat keine Energie. Eine andere Möglichkeit. Thank you.
Tja. Wir beißen uns immer nur die Zähne hier aus. Ah, jetzt auch der PC an. Ist ja interessant. Hinweis: Shane verschwindet, Kontakt mit der Kairano spricht ab, dann spielen bla bla bla. Sind die der Strom hier wieder hergestellt? Nee. Also dann liegt sie wirklich hier nur noch dran. It's getting really bad out there. Gotta pick up the pace, Shane. Scheiße. Kann man nichts mehr scannen, das ist in Ordnung. Habe ich jetzt nach oben gestellt. Alles klar. Jo, super. Things just keep getting worse. Oh, das ist ja ein Krampf. Jetzt können wir erstmal mit der Kommunikation anfangen, würde ich sagen, oder? Ja. Kein Signal. Ich kann sie auch hoch und runter machen. So, wir gehen mal einfach in den Minusbereich. Ist jetzt zwar mal im Plusbereich. Vielleicht bringt das ja was. Hat ja irgendwas mit 150 und 140 geschrieben. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Aber so ähnlich steht es im Computer drin, wenn man so die Zahlen liest. Weiß nicht, ob das so eine Art Richtwert ist. Tut sich irgendwie nix. Okay. Wir hier auch noch mal ein bisschen runter. Oh ja, jetzt wieder hoch. Das hatten wir ja vorhin auch schon, ne? Okay. Das ist auf 85. Kein Signal. Gibt's doch gar nicht. Ah, Übertragung läuft. Alles klar. Tja. Ja. 85, mehr kriegen wir nicht hin.
Das sollte auch auf 85 sein. Ich weiß gar nicht. Oh. Was ist denn jetzt gemacht? Achso. Oh, 86. 87. Alles klar, ich dachte, es geht nur bis 85. Jetzt die 100%, ja? Okay, wir können ja nochmal auf Plus gehen. Aber ich finde das komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind schon um 99%. Mehr geht doch gar nicht. Hier im Plusbereich passiert gar nichts. Nur im Minusbereich. Ah, jetzt haben wir 100. Jetzt haben wir 100, aber ja, mit 100%. Das muss doch jetzt reichen, oder nicht? Immer noch nicht. Mehr als 100 geht doch gar nicht. Ach so, da steht ja Funkgerät benutzen. T. Hallo? All hands on deck situation. Crash landed. Oh my god. Commander Wilcox, where are you? Something. Do you copy? There is a creature roaming Trailblazer Alpha. Do not return to base. Repeat, do not. I can't hear you. You're cutting out. We are at base. We need to investigate the Cyrano crash site. No, 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 no. Commander Wilcox. Wilcox. Please contact a qualified associate. Basis haben wir kontaktiert, zum Rover zurückkehren, okay. Shit. So, dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Energiezelle mit. Ah, können wir gar nicht, okay. Helm aufsetzen. Come on! Dead. Not even static. But they're alive. Someone is alive. Aber gut, dass noch Leute leben. Das ist auf jeden Fall schon mal gut.
No, no, go down! What the hell? Ja, warum fährt denn da oben? Oh, shit! Looks like the only way down is to jump. This is gonna hurt. God damn it! Ich glaube, es ging nicht anders, ne? Mussten springen. Scheiße. Alter, das geht ja schon wieder ab hier. Boah. Übel, übel. Ein runter da, nicht hoch. Keine Energie. Oh, das fehlt auch noch. Erstmal Sauerstoff tanken. Gerade jetzt, wo ich abbauen will, da habe ich keine Energie, ne? Super. Ja, unten. Unten ist schon richtig. Ich habe aber keine Energiezelle. Scheiße. What? I parked the Meerkat right here. I know I did. Okay, okay. Just stay close to the light. Where was my rover? What the fuck is going on? Ich soll in die Richtung laufen. Immer an den Lampen lang. Ja, das ist so schon vernünftig, glaube ich. Weil Böse mag er die Helligkeit nicht. Oh, ich hoffe, wir schaffen es. Nicht, dass sie hier noch eine Falle eingebaut haben.
man irgendwie mal quer rechts abbiegen muss. There it is. So, jetzt rüber da. Ah, geschafft. Und Rainer. Oh fuck! Close! Come on! Come on, come on! Yo. Und schnell weg. Von mir soll er die Viecher da überfahren oder so, aber... Boah, das ist ja... Das geht voll auf die Psyche. Declan? Shane! Oh, shit! Shane! You're all right! Fuck, first good news in a while. Declan, there is something at the base. It's some kind of... alien, a monster. We know. Lucas said it had something to do with Volkova's research, so I don't think we can claim credit for discovering aliens. You saw it? Shane, we got emergencies upon emergencies right now. The Cyrano fell out of the sky like a rock. Oh my god. I didn't want to believe it. I'm with Josie and the Meerkat heading out to the crash site to look for survivors. Lucas volunteered to stay behind at the base, but... it's in really bad shape, man. The mangrove tree? Its roots are everywhere. Taking over. All right. What can I do? Lucas said he had a pretty good idea what happened and a way to stop it at the source. Die Find Basis Lucas and help him. He should be in the research lab. Okay, machen wir. Aber ich würde sagen... Please stay that way. Ich würde sagen, wir hören jetzt hier erstmal auf. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich vermute mal, dass ich ein paar Dinge noch zusammenschneiden muss, weil das sonst wirklich zu lang ist, weil ich bei manchen Rätseln so blöd war und es nicht verstanden habe. Aber das Game geht ganz schön auf die Psyche. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns beim nächsten Teil. Bis dahin.